Der Brenner ist gegen flüchtende Menschenströme hochgerüstet. Wann die Grenzkontrollen hier anfangen und ob es auch einen Zaun geben wird, bleibt heute unbeantwortet. Alleine die Flucht und dann, was auch, über die Grenze über die Berge zu gehen. Ich fühle da schon mit den Leuten. Und wenn man sie nachher aufgreift und sie werden zurückgeschickt, es ist alles schwierig. Gell? Also, es ist einfach wie immer wieder die Politik gefragt. Was fordern Sie dann eigentlich konkret von der Regierung? Wollen Sie dann, dass gleich die Grenze gesperrt wird? Wir müssen aufs Land schauen. Denn innerhalb von kurzer Zeit, von einigen Wochen, wäre dieses Land nicht mehr erkennbar. Es ist eine schizophrene, eine tragische Situation. Vor jenen zu fürchten, die vor Krieg flüchten mussten. Die vor Gewalt flüchten mussten. Vor die braucht man sie normalerweise nicht fürchten. Die Heimat verlässt niemand gern.